Verlosungen, Statistiken und Geschenke. Heute gibt's alles. Guten Morgen Deutschland. Heute ist der 300. Tag. Grund zu feiern und Grund um auch ein bisschen Resümee zu ziehen. Und zwar der 300. Tag meines veganen Tagebuchs ist ja nicht nur das vegane Tagebuch mittlerweile, sondern es ist eigentlich quasi mein Leben. Und mein Leben bezieht sich nicht nur auf die Ernährung, sondern auch auf die Bewusstheit und auf alles was ich so erlebe. Und daran wollt ihr teilhaben, daran, ja, daran habt ihr ein Interesse. Und das freut mich natürlich. Und vor allem freut mich, dass das nicht so eine ja, Christian bezogene Sache ist, sondern dass wir immer mehr auch in Diskussion kommen und auch immer mehr uns gegenseitig austauschen. Gerade wenn ich die letzten Tage sehe, wie ihr euch untereinander in den Kommentaren geholfen habt und was dafür eine Dynamik sich entwickelt hat. Und das war ein langsamer Prozess von ganz am Anfang bis jetzt, dass ich nicht, dass ich vielleicht eine Anregung gebe oder die Thematik stelle, aber dass dann wirklich herzhaft diskutiert wird, dass vor allem auch Sinn voll diskutiert wird und ja, also von daher muss ich sagen, freue ich mich richtig toll, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie das sozusagen mein Leben bereichert hat und ja, also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ja einfach, dass sich so eine Dynamik entwickelt, weil ich war mit YouTube auch nicht vorher groß vertraut und was das alles so genau ist und mittlerweile bin ich da reingewachsen und ja, ja, sehr, sehr gute Sache. Und ich fühle mich komplett eigentlich viel glücklicher, obwohl ich möchte jetzt nicht zu sehr thematisch werden, weil das wirklich ein Auswertungsresümee und Verlosungsvideo sein soll, Verlosung was keine Verlosung ist, aber dazu komme ich noch, ist ja, dass trotz dessen, dass ich rein von den Fakten, die die Menschen normalerweise als wichtig ansehen, und zwar wie viel Geld verdienst du, es kommt auch immer wieder die Frage, wie YouTube, du hast ja keine Werbeeinnahmen, wie verdienst du dein Geld und so weiter, dass von der Sache her es eigentlich stetig bergab geht, seit ich sozusagen meine Zeit auch sehr viel in YouTube investiere, aber ich trotzdem glücklich bin und trotzdem sich das richtig anfühlt. Klar, irgendwann wird mal der Zeitpunkt kommen, weil in den letzten Monaten kann man eigentlich schon sagen, gebe ich eigentlich mehr Geld aus, als dass ich einnehme und irgendwann müsste das ja auch mal enden, also oder wird das definitiv enden, aber das stört mich nicht, das stört mich nicht und von daher bin ich überglücklich, dass ich den Weg gewählt habe, auch öffentlich diese Challenge zu machen, vor allem erstmal natürlich auch als selbst, als egoistischen Motiven, weil ich wusste, wenn ich das öffentlich mache, ja, dann ist so ein kleiner Druck da, dass ich das wenigstens 2-3 Tage durchhalte, aber ja, vom Durchhalten hatte ich nie das Gefühl, ich müsste durchhalten und von daher bin ich wirklich überglücklich, dass ich YouTube gewählt habe und ja, und dank eurer Unterstützung ist ja jetzt sogar auch, dass das Geld abwirft für diejenigen, die jetzt das mit dem Geld und so weiter. Ihr klickt ja auf Amazon Reflinks und kauft euch dann Produkte oder ihr klickt auf den Werbebanner und so weiter. Das macht ihr ja alles und von daher ja, ist es auch finanziell schön, dass da was abkommt, weil wie gesagt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich dann mal eine Entscheidung treffen muss und ja, aber YouTube steht bei mir derzeit, also was heißt YouTube, das klingt mal so firmenaffin, aber einfach das an die Öffentlichkeit das gehen und das Interagieren mit Menschen, da zählt auch der reale Kontakt, wenn ich zu solchen veganen Treffen gehe oder so weiter, das ist einfach an oberster Stelle, das habe ich gemerkt, das ist einfach wirklich wichtig und da möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr sozusagen mir ja, diesen Weg geebnet habt und möchte heute wieder mal eine kleine, anlässlich zum 300. Ja, Tag und zum 250.000. Klick, also eine 250.000 Aufrufe haben wir jetzt hier auf dem Kanal, ja, eine kleine Verlosung machen, wollte ich machen, aber dann hat mir, ich habe jetzt auch Kontakt zum YouTube Support und der hat gesagt, eine reine Verlosung solltest du nicht machen, sonst könnte dein Kanal geschlossen werden, so und ja, wegen Glücksspielregelung und deswegen habe ich gesagt, scheiße, und ich möchte aber trotzdem irgendwie was hier ans Volk bringen und da habe ich gesagt, wie kann ich das denn machen und das muss eine Leistung erbracht werden von euch. Und da habe ich gedacht, ich habe hier 5 Bücher, die ich sozusagen, die nicht den Weg in meine Bibliothek geschafft haben, weil ich wirklich nur einen Bücherschrank habe und wirklich, ich hatte mal ganz viele Bücherschränke und eine ganz große Bibliothek und habe dann ausgemistet und will wirklich bloß, dass ein Bücherschrank voll ist mit Büchern. Und die Bücher, die es nicht geschafft haben, die ich sozusagen heute unter das Volk bringe, das ist Starch Solution oder die High Carb Diät, das ist frische Frucht- und Gemüsesäfte von Walker, dann klinische Studien lesen und verstehen.
glücklich leben in einer reizüberfluteten Welt und du bist das Placebo. So, die 5 Bücher. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich zwei Ebenen machen. Einmal eine Sache ist, dass ich einmal etwas nicht verlose. Und was das ist, da werde ich gleich drauf kommen. Und das andere ist, das sind einfach die Menschen, die quasi das Positivste, am engagiertesten waren und am aktivsten in meinem Kanal, dass ich die belohne. Und seit ich 1000 Abonnenten habe, gibt es nämlich eine neue Statistik bei mir in der Statistik, die man sich angucken kann als YouTube-Kanalbetreiber. Und da steht Fans. Und die Fans kann man sortieren. Die kann man einerseits sortieren nach Gesamt, da werden alle Einflussfaktoren mit reingemacht. Das heißt, wie viele Abonnenten hat der Kanal selber, der einen sozusagen besucht, wie viel Daumen nach oben, wie viele Kommentare, wie lange wird das Video angeschaut und so weiter. Und dann gibt es einen Punkt und den habe ich nicht genommen, weil ich möchte nicht, dass einfach nur die Leute, die die meisten Abonnenten haben, also die Kanäle, die so um die 40.000 Abonnenten haben, die mich besuchen, die stehen dann natürlich dann ganz oben. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte wirklich die Leute quasi belohnen, die wirklich meine Videos sich anschauen, die Daumen nach oben geben, die sagen, das finde ich gut, was du machst, die kommentieren und die quasi aktiv sind. So, da gibt es auch einen Indikator und den habe ich angeklickt und da werde ich bei den künftigen Verlosungen immer die ersten 3, je nachdem was ich habe, wenn ich dann bloß 2 Sachen habe zu verlosen, dann eben nur 3, nur 2, die werde ich dann sozusagen als erstes rannehmen und sage, da können sich sozusagen die ersten 3 jeweils ein Buch von den 3 Büchern auswählen, die sie da sozusagen möchten. Und der erste, sozusagen der größte Fan, kann sich dann das erste Buch auswählen, der zweitgrößte das zweite 3. Und wenn der eine dann auch verzichtet von denen, die von den ersten 3, dann rückt im Endeffekt der nächste nach, der viertgrößte Fan und so weiter. Oder sich nicht meldet in der Zeit. Auf jeden Fall, also das ist das Prinzip. Das ist das eine. Und das andere, also es sind ja 5 Bücher. Und die anderen 2 Bücher werde ich nicht verlosen. Also ich werde sie nicht verlosen. Und wie ich das mache, da komme ich zur Systematik dann dazu. Aber jeder kann dann sozusagen gewinnen. Und es ist keine Verlosung, aber jeder kann gewinnen. Ihr werdet es gleich sehen. Auf jeden Fall, ich habe 3 Bücher, also die 2 Bücher, die ich sozusagen nicht verlose, das sind die beiden Bücher. Das ist die High Carb Diät, Star Solution und klinische Studien lesen und verstehen. Die tue ich nicht verlosen. Und die 3 Bücher, die ich offen zur Auswahl gebe für die größten Fans quasi, das ist dieses frische Fruchte und Gemüsesäfte für dieses glückliche Leben in einer reizüberfluteten Welt und das Buch Du bist das Placebo. So, die 3 Leute, die sozusagen sich das auswählen können in erster Instanz, die zeige ich euch jetzt in einem Bild, damit ihr seht, dass ich euch nicht irgendwelche Scheiße erzähle, sondern die Leute sind jetzt sozusagen dran. So, also, Carpe Diem kann sich sozusagen jetzt eins von diesen 3 Büchern auswählen. Wenn sie sagt, nö, die 3 Bücher interessieren mich nicht, kann ruhig der nächste, dann fällt es im Endeffekt einfach weg. Dann kann sozusagen dann Frühfong, das ist auch eine weibliche Person, kann sich das Buch aussuchen. Und wenn das nicht, dann kann sich der Lass das aussuchen von hoher Energie. Und so geht es dann halt immer weiter. Ich vermute mal, der Lass wird verzichten, aber ich weiß es nicht, das muss der Lass selber für sich entscheiden. Aber ich gehe mal einfach davon aus und dann kommt sozusagen der nächste, das wäre dann der Joachim, der dann und dann kommt der andere. Und so geht es dann immer weiter, bis die 3 Bücher weg sind. Und entscheiden Sie erstmal, dass sich diejenigen bis, sage ich mal, Samstag melden, dass ich das dann Montag dann abschicken kann. Das heißt, bis Samstag sollten sich die ersten 3 melden, was sie haben möchten. Die ersten 3 am besten alle gleich, welche von den 3 Büchern in welcher Reihenfolge. Falls der erste quasi das Buch will und der zweite will auch das Buch, kriegt natürlich der erste das Buch, der größte Fan. Und und so wird das dann halt dann funktionieren. Und so geht es halt immer weiter, bis die Bücher quasi weg sind. So. Und so, wenn ich nochmal was verlose, werde ich das auch so machen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, für die Menschen, die jetzt sozusagen nicht oben in den Top 10 der Fans auftauchen. Und zwar ist das die Star Solution und klinische Studien lesen und verstehen. Die ich ja nicht verlose.
So, und das funktioniert wie folgt. Ihr müsst eine Leistung abbringen. Und die Leistung ist, dass ihr einfach hinschreibt, zum einen welches der beiden Bücher ihr möchtet und zum anderen was ihr an mir, eine Eigenschaft, die ihr toll findet, warum ihr den Kanal abonniert habt, warum ihr mich schaut, also das ist das Positive quasi, und dann aber auch eins, das Negative, was ihr nicht so toll findet. So, und warum ihr schon oftmals kurz davor war zu deabonnieren und sagen, ah nee, ist nicht so meins. So, und das schreibt ihr was Positives und was Negatives und das Buch, was ihr wollt. So, und das kann ich natürlich nicht verlosen, deswegen tue ich auch nicht verlosen, sondern ich schaue mir das alles an und suche mir den wertvollsten Betrag, den wertvollsten Beitrag dann raus. Und ich werde sozusagen also nicht dann alle Namen aufschreiben, mir auf den Tisch legen und die Namen dann draufschreiben mit dem Buch und dann verlosen, sondern ich nehme die Leistung, die ihr erbracht habt, also den Dings. Und entsprechend kann ich das Verlosen ja nicht einblenden, weil ich das ja auch nicht mache. So, aber na gut, wer es bis hierhin nicht verstanden hat, der ist eh zu dumm für so ein Buch. Also von daher, ja, also ich glaube, alles ist klar. Also die drei Bücher gehen an die drei, ja, an die größten Fans beziehungsweise immer weiter, je nachdem was übrig bleibt. Von daher wäre es schön, wenn Carpe Diem sich relativ schnell meldet, dann weiß der zweite, was noch übrig ist. Oder sie sagt einfach alle, so gut, die erste kann ja einfach ihr Buch sagen, aber der zweite muss schon mindestens zwei Bücher nennen. Und der dritte dann eben drei Bücher, falls es dann an der letzten Stelle ist. Und so geht es dann immer weiter, ja, bis die Bücher weg sind. Und hier, die werden nicht verlost. Positives und Negatives, was ihr sozusagen an mir findet, warum ihr mich abonniert habt oder warum ihr bei mir bleibt, und negativ, was halt, was euch vielleicht stört oder warum ihr mich vielleicht auch mal deabonniert habt, bevor ihr mich dann wieder abonniert habt. Weil ihr habt mich ja noch abonniert, wenn ihr jetzt hier zuschaut. Oder ihr seid einfach nur Zuschauer, dann natürlich auch. Also ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall die beiden Sachen. Das dazu. Ansonsten möchte ich noch ja, ganz kurz mal mit euch durchgehen, wer seid ihr eigentlich überhaupt? Und zwar ist ja ganz interessant zu schauen, wer schaut mir zu, wer seid ihr? Und da möchte ich euch einfach mal mitnehmen und ja, in die demografische Struktur von euch eintauchen. Ab geht's! So, hier mal die demografische Auswertung meiner Zuschauer. Oben, das ist die demografische Auswertung der Nicht-Abonnenten und unten das der Abonnenten. Zum einen fällt auf, Männer und Frauen sind relativ gleich verteilt. Bei den Nicht-Abonnenten sind die Männer etwas mehr und bei den Abonnenten die Frauen. Das liegt aber wahrscheinlich einfach nur an der Abonnierfreudigkeit der Frauen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das mit meinem Kanal explizit zu tun hat, sondern generell ja, würde ich sagen, in meinem Kanal ungefähr gleich verteilt, was aber auch nicht überraschend ist. Ah, ansonsten von der Altersstruktur ist natürlich sehr, sehr ja, deutlich, dass zwischen 13 und 17 der Hauptzielgruppe von YouTube, das heißt 50% der YouTuber kommen aus dem Bereich 13 bis 17, dass ich da überhaupt nicht abgreife. Wahrscheinlich, weil ich da etwas zu kompliziert rede und weil meine Thematiken vielleicht nicht für jeden Verstand geeignet sind. Und mit 13 und 17 schaust du dann halt doch lieber Beauty und Let's Play und ja. Und ja, das ist dann auch die Begründung, warum mein Kanal ja auch immer noch überschaubare Abonnentenzahlen hat. Und das ist aber auch nicht verkehrt, das ist in Ordnung. Und ja, aber die Begründung liegt einfach in der Thematik, denke ich, dass 13 bis 17 so unterrepräsentiert ist. Ja, ansonsten ist relativ gleich verteilt, aber mit 25 bis 34 wirklich ein Ausreißer und eigentlich wirklich, wo ich sagen kann, das seid ihr, ne? Ihr seid also fast 50%, jeder zweite bewegt sich in dieser Marsch zwischen 25 bis 34. Ein Tick jünger als ich, aber vor allem in einer Zeit, wo man halt eben wirklich sich Gedanken macht um sein Leben, wo man reift, wo man wirklich da, ja, ein bisschen mehr vielleicht möchte von seinem Leben und sich auch gewisse Fragen stellt, die man sich jung halt nicht stellt. Von 18 bis 24 geht es halt auch dann schon los, aber eben 25, 34 war bei mir auch genau die Zeit, wo ich halt angefangen habe, über mein Leben ja, etwas intensiver und bewusster nachzudenken. Ansonsten alles relativ gleich verteilt, also dass eben bei den Nicht-Abonnenten die Männer etwas mehr sind, bei den Abonnenten die Frauen etwas mehr sind, und ganz interessant, 65 plus, da sind 3%, das seht ihr jetzt nicht hier, das habe ich dort gesehen, also insgesamt 3%, das heißt 3 von 100 Leuten sind über 65 Jahre. Das ehrt mich, weil ich weiß, dass über 65 Jahre die Chance, dass sozusagen weise Menschen zugegen sind, ja, sehr, sehr hoch ist, und ja, und dass die meinem Kanal was abgewinnen können und sich auch selber teilweise einbringen. Ich hatte das ja schon mal, finde ich richtig, richtig angenehm, hätte ich so nicht gedacht. Ja, und ansonsten auch alle Altersgruppen sind vertreten, das freut mich auch, weil das eigentlich eine Thematik ist, Bewusstheit im Leben.
Leben und auch gesunde Ernährung, die wirklich eigentlich auch alle betrifft und dass ich auch alle anspreche, bis eben auf die Kinder, sage ich mal, und die heranwachsenden Jugendlichen. Ja, finde ich sehr angenehm und ja, könnt ihr mir ja schreiben, was ihr davon haltet. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant und aufschlussreich. Ja, und das soll es heute fürs Jubiläum gewesen sein. Nicht vergessen möchte ich aber ein Rezept hinzuweisen. Ich habe ein Rezept gemacht und zwar einen Weißkohlsalat. Und zwar einen Weißkohlsalat, den ich mal ein bisschen anders gestaltet habe. Versucht noch relativ klassisch zu lassen, aber eine gewisse Nuance reingebracht. Und die kam von den Zeternüssen und von dem Zeternussöl und auch ein bisschen fruchtig. Ich will euch nicht zu viel verraten. Ist aber der beste Weißkohlsalat, den ich je gegessen habe. Und das nicht, weil ich ihn gemacht habe, sondern weil er wirklich sehr gut und abgerundet schmeckt. Ich präsentiere den euch gegen die Mittagszeit wird das Rezept kommen. Ein richtig tolles Rezept ohne Instant Pot, sondern den könnt ihr ganz normal machen. Rohköstlich, vegan, absolut gesund, absolut lecker. Und ja, dann könnt ihr mir dort dann den Kommentar hinterlassen, wie ihr den fandet, ob ich das inspiriert hat, den zu machen, oder ob ihr sagt, nö, scheiße. Auf jeden Fall, ich freue mich morgen, wenn wir uns dann wiedersehen. Und da ist, glaube ich, Tag 1 der Glutenfrei-Challenge. Da muss ich noch was dazu sagen, da kann ich mich noch nicht verabschieden. Und zwar werde ich abends quasi jeden Tag ein Food Diary posten, weil ich der Betreiberin oder den Betreibern der Glutenfrei-Challenge ja versprochen habe, dass ich sozusagen bei ihnen im Facebook sozusagen aktiv teilnehme, als öffentlicher ja, Mensch, der da sozusagen die anderen auch ein bisschen vielleicht mitreisen kann in diese Sache und seine Erfahrungen mit der Thematik glutenfrei postet. Und deswegen wird es, das euch nicht wundert, jeden Abend von mir ein kleines Video geben, einfach ein Food Diary und vielleicht so Gedanken zur glutenfreie Challenge und ja, was da so geschrieben wurde und was auch immer. Ich habe noch keine Ahnung so richtig, wie es ablaufen soll, aber ich werde auf jeden Fall jeden Abend ein kleines Video mit Food Diary posten von dem aktuellen Tag zur glutenfreie Challenge. Nur dass ihr euch nicht wundert. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.